Okay, anscheinend muss ich hier richtig sein. $1 Endbeschneidungsservice. Ja, die Brist damals war ein Fehler. Meine aktuelle Freundin, die steht nämlich auf Turtles. Na gut, mal sehen, was ich da erwarten kann. Hallo, bin ich hier richtig für die Endbeschneidung? Hallo, ja, wunderschönen guten Tag, du. Jo, da liegt das Ding mal auf dem Tisch. Dann gucken wir uns das doch direkt mal an, du. Hast du auch aus Versehen einen Unfall gehabt? Oder magst du einfach lieber den Schildkrötenlook? Kein Problem, wir können das alles rückgängig machen. Wir haben Spender vor heute in allen Farben, Hauttönen und Größenordnungen. Außer okay. Die ganz großen. Die werden immer schwierig. Aber wir haben auch Dehnungsprozesse, das ist kein Problem. Also, wenn Sie das rückgängig machen wollen, wir machen das. Für $1. Ist kein Problem. Wir haben nur Naturwerkzeuge. Oder drauflegen oder was? Ja, mit Naturwerkzeugen, ne? Wir machen das alles, ne? Also die Brist, die wird vorher, also das Stückchen der Hautfetzen, ne? Der wird beim Aal, wird der vorne auf die Lippen gestülpt, ne? Und dann wird der Aal übergestülpt und dann wird der Aal nochmal zusätzlich elektrisiert, ne? Und bei 634 Volt ungefähr überträgt sich dann der Hautpartikel. Das ist kein Problem. Ich glaube, ich rufe jetzt die Polizei. Warten Sie mal. Polizei, hallo, ja, Das ja. ist alles legal, ey. Was? Das ist nicht legal, nicht mal hier in der Wüste. Das ist Wissenschaft, was? Das klingt nach Frankenstein-Wissenschaft, wenn überhaupt. Völlig geisteskrank, der Mann. Kokosnüsse sind schon wieder alle. Das ist schon wieder alles alle hier. Kommst du reinladen und realisierst, jo, ist alles weg. Ja, ich wollte ja was bestellen, aber da musste ich noch eine Kasse holen. Und da habe ich alles eingeräumt, was wir da haben. Jetzt nichts mehr da. Und ja, kaufen die Leute das alles ein, du. Oh, Gurken sind weg, ne? Aber müssten noch im Regal sein. Achso, nee, es war kein Platz für Gurken, deswegen. Weil die Leute hier das... Alles weg, alles weg. Jetzt ist einfach wieder frei hier hinten. Könnten theoretisch Gurken rein. Ja. Ich hab schon wieder bestellt. Ja, bald hast du nichts mehr zu tun. Bald bist du nur noch damit beschäftigt, hier Regale hochzureißen. Weil die Leute sagen, der verrückte Mann da in der Kasse, der mir eine Vorhaut andrehen will... Da will ich nicht mehr hin, ne? Das finde ich einfach unangenehm. Sie sagen, nee, ich mach das jetzt doch lieber so, dass ich hier selbst bediene. Aber ich muss mir ja nebenbei, muss ich mir auch noch irgendwas verdienen, ne? Du kannst sogar, glaube ich, einen Müllcontainer kaufen. Ja, aber ins Lager reinkloppen. Ja, aber ohne Kartons da vorne im Eingangsbereich ist es auch irgendwie langweilig. Ja, das ist nicht unser Laden, ne? Ja, das stimmt. Das ist auch das Flair, was die Leute hier bestellen. Eben. Ja, die zahlen den Aufpreis gerne, um einfach sich vorher durch die Kartons zu prügeln. Ab und zu hier, mal so ein Brand. Die Brotsticks sind wieder da. Alter, wie sie mir die Brotsticks wegreißen. Ich fülle die rein und die Leute reißen mir die Dinge aus dem Karton raus. So, guck mal, da ist noch ein Mann von Welt, der will noch Service hier, du. Aber die auch so lange brauchen. Ich glaube immer, also solange eine frei ist, ne? Ja, geht einer hin. Ist einer, ne, ich dachte eben gerade, einer hätte schon wieder Ausfall. Ne, dann leuchten sie rot. Ja, ja, klar, die leuchten rot, aber es hat eben orange oder gelb geleuchtet, weil belegt. So, Gurken. Was machen die Leute nur mit den ganzen Gurken? Die reiben die weg wie nix, ne? Ja, Gurken und Bananen, ne? Das ist sehr beliebt. Gurken, Bananen, Waschpulver. Irgendwie dippen die das vorher. Die dippen das und die kristeln das an, heißt das. Ja. Ja, das ist... Ankristeln, ja, ja. Ja, Cave Crystalen ist das, ne? Jede Höhle muss kristallisiert sein. Das ist richtiges Höhlenmenschenverhalten, was die an den Tag legen. Mensch, ist ja gar nichts mehr los, so an der Kasse. Aber gut, ne? Für $8.30 die Stunde... Für Achendulalas. Ja gut, die hauen uns jetzt irgendwie gerade die Veggies weg, ne? Ey, für einen Milchkarton, Alter, und dann Alter. Goodbye. Chips, Apfelzimt. Das Bier ist schon wieder leer. Wie sämtliche Formen von Bier sind schon wieder wegge... Aber hier im Regal sind noch extrem viele Bier-Dinger. Also wir haben im Lager noch sehr viel Bier. Warzig habe ich schon. Genau, Warzig hast du schon. Was ist denn die Achtung? Ne, Achtung ist nicht mehr da, glaube ich. Boah, ist komplett leer, ne? Haben sie weggerissen, die Kinder. Das ist halt das Bier, das irgendwie Schleudertrauma verursacht beim Trinken. Ja. Gute alte Turksen. Oh, da steht einer. Da muss ich gleich mal an eine Kasse gehen, du.
Oh, ich geh schnell, ich kuss hier schnell ab. Oh, gut. Dann guck ich mal hier, was da mit der Milch... Milch haben wir aber auch einiges da. Gestern waren sie noch nicht norddeutsch. Ja, es war halt ein anderer Tag, ne? Alter, jetzt haben wir 4 Kartons Warzig, oder was? Hab ich zu viel Warzig geholt? Ja, es geht weg. Sind alle Gurken schon wieder weg? Ne, hier drüben sind noch welche. Kohl reißen sie gerade wieder runter. Mango, haben wir noch Mangos oder sind die alle wegge... Ich weiß nicht, ich hatte ja mal rechts im Regal nur Obst, damit man leichter die Sachen findet, aber da hat schon wieder einer alles einsortiert. Aber habe ich nicht realisiert. Ja, die Zimtmischung mal wieder voll kloppen. Achtung, Bier. Jetzt wird es wieder voller hier. Noch die guten Chipsidien. Boah, haben wir noch. Boah, die Suppen und das Hundefutter. Help is on the way, aber ich kümmere mich. Swipe your cork. On the payment device. On the payment device. Diese Hühnercreme, die ist echt hart beliebt. Alle lieben Hühnercreme. Ja, Hühnercreme. Habt ihr noch von dieser Hühnercreme? Ich kann nämlich wieder sehen langsam. Ja, haben wir wieder neu reinbekommen. Abkassieren hier drüben, ich mach schnell. So, hier, du alter Larry. Mann, 21,50. Thanks for the quick service. Naja, draußen ist aber auch schon echt, hier in Turkmenistan ist das schon echt eine Schlacht. Die Chuck-Schlacht. So, wir haben wieder blaue Milch im Angebot. Die Blaumachermilch. Wo sind denn hier die alten Cerealien? Das ist weg, glaube ich, oder? Da haben wir auf jeden Fall wieder die Kokoscreme-Suppe. Diese Chicken, ne, Suppe, die mögen die Leute total gern. Die geht ab wie blöd, ja. Leute sagen, geil. Das Gute ist, man kann, wenn man doppelt... Ich hab einfach gern was Schönes, Cremiges im Mund. Wenn man doppelt gepackt hat, irgendwo kann man halt, wenn man gerade einen Karton in der Hand hat, nochmal so ein bisschen umräumen. Wenn jetzt so wie hier die Bananen oder so, dann hast du direkt wieder ein Fach frei, weißt du? Ja. Wenn da too many Bananas, too many Nanas. Too many Nanas. Chocolate Chips, haben wir da noch welche oder sind die alle weg? Alle weg, du. Oh, aber der Laden läuft. Das läuft. Ja, jetzt so langsam verdienen wir auch ganz gut und schnell, ne? Irgendwie. Ja, richtig konstant. So. Und das hier. Das hier. So, neue Ware kommt. Haben wir noch hier die Cheesy Flavor Bits? Sind ja auch wieder alle weg. Oh, die, hier, die Monatsbinden sind alle. Die Monatsbinden, ne? Ah ja, wir haben doch irgendwie so einen Cracker, der irgendwie auch als Binden verwendet werden kann. Ja, Wochentampon-Cracker. Kannst du kauen, aber auch die irgendwie in die Wahuhi schieben. Ja, wir haben ja auch Tampons, ne, für, also... Hier, wie sagt man, geschlechtsneutral, ne? Also. Ja, wir sind für alle da. Für jeder, der sagt, jo, ich hätte gern da was, um so ein ausfüllendes Gefühl im Leben zu haben. Mein Hund ist gestern verstorben. Da kann sich da was reinjudeln. Alter, die Mehlkriege sind wieder on point. Yes!
euphorisch einige Menschen sind beim Kauf eines Kohlkopfs. Yes, oh geil, geil, Kohl. Endlich, ey. Ich habe die ganze Woche schon auf Kohl Bock gehabt. Und jetzt, ihr habt den hier. Richtig nice. Ja, wir haben immer Kohl hier. Ich find's richtig korrekt von euch. Ihr seid geil, Mann. Ah, Blue Mountain, ey. Ist der beste Kohl. Der da oben wächst, der knallt. Ja, wir schaffen bald dann ein neues Sortiment. Chrom. Aber nicht mal lange. Remember to take your receipt. Exactly what I need. Haben wir noch hier das grüne Bier? Ja. So. Muskelbier ist halt echt begehrt, ne? In letzter Zeit. Die Leute muskeln sehr viel wieder. Die Leute muskeln rein. Das war ja so 2019 bis ungefähr 2022 war das relativ verpönt zu muskeln, aber jetzt ist es irgendwie wieder legitim, jetzt darf man wieder abmuskeln. Jetzt wird abgemuskelt. Ich habe eh überlegt, dass man mal vielleicht wieder eine Runde muskeln könnte in der dritten Dimension. Das stimmt, die Leute sagen auch, wann wieder muskeln. Wir haben lange nicht mehr gemuskelt und ich weiß nicht, also mir fehlt generell das schöne Bild von so einem Mann, der sich stundenlang am Geschlechtsteil eines anderen Mannes festhält mit reiner Muskelkraft. Das ist was sehr Berauschendes und sehr Maskulines. Ja, und wir hatten das früher ja oft, ne? Naja, wir haben früher oft gegenseitig unsere Genitalien gehalten. Aber irgendwie haben wir da den Spirit verloren. Wie hieß das nochmal hier? Mount Your Man? Nee, Mount Your Friend. Mount Your Man, ja. Cock Mountain. Haben wir kein Waschmittel mehr auf Lager? Ey, das gibt's nicht. Das ist Waschmittel, aber auch immer so abgegriffen wird. Es ist alles immer weg. Du musst halt einmal aktualisieren und dann immer gucken, was auf Null ist und davon einfach immer zwei Kartons bestellen. Weißt du, solange es geht. Manchmal kannst du ja nicht zwei bestellen, so. Weil du 10 Kartons holen kannst. Und noch diese Citronelli-Cracker. Waschmittel ist fast weg, aber ich habe schon bestellt. Da kommt jetzt auch eine Lieferung rein. Mit allem. It's on the way. Fresh Coconuts. Weil die sind komplett leer. Oh. Neue Cracker. Avocados. Was ist denn wieder hier mit dem Waschpulver? Ja klar, geht aufs Wochenende zu, da brauchen die Leute eine Mische. Ob wir auch irgendwann Brethren bestellen können? Wahrscheinlich. Bratheringe. Was ist denn Brethren? Habe ich noch nie gelesen, das Wort. Ich spreche eigentlich recht gut Englisch. Der Schneider war komplett weg. Schneiderbräu. So. Wir bestellen den ganzen Tag nur Waren. 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 Könntest du nicht auch den Laden jetzt, also das Sortiment erweitern? 1500. Okay. Just what I was after. Just what I was after. Nächste Fuhre kommt von Chrom. Aber die Kassen machen schon einen guten Job, finde ich. Ja, ja. Also noch eine Kasse mehr und wir haben erstmal Ruhe. Nice. Selbst zu Hochzeiten wird es sehr selten sein, dass wir noch kassieren müssen. Irgendwann müssen wir halt nie wieder kassieren. Und dann spazieren wir stolz durch unseren Megamarkt und verpönen die Kundschaft. Ja, aber wir müssen dann einfach nur noch stopfen. Ja, wir müssen stopfen. Hier, die durchfallerzeugenden Cracker. Aber du bist ja auch meistens, ey, du kannst ja gar nicht mehr lagern, ey. Nee, weil auch der Liefermann so lange auch benötigt. Da bist du ja auch irgendwie voll ausgelastet.
Warte, ich muss mal eben hier, guck mal hier, das kannst du doch hier rausräumen und da reinpacken. Das kann man rausräumen und hier reinpacken. Und dann kann man das hier noch da reinpacken. Flop. Blip, flop. Düd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 ü
Ja, weil, da, weil die vegan leer. Sind. Boah! Weil die vegan sind. Was mit der... Mit der Penisup? So. Alter, wie die Kartons hier rumfliegen, ne? Das eine Auto wäre gerade fast out of order geglitscht. Hast du es in den Frames gespürt, ey? Nö, die Matrix war stabil. Ist voll geil. Findest du geil, wenn Menschen da draußen tödliche Unfälle haben? Schon ein bisschen, ja. Es macht mich ein bisschen feucht. Chicken Noodles. Nur echt mit der Creme. Schmecken so gut, aber machen noch blind. Aber machen noch blind. Bisschen gut. Bin ein bisschen blind. Hat aber Spaß. Hä? Die, ey, die steht ja an der Kasse und legt keine Waren hin. Und dann hat sich die andere vorgedrängelt. Tja, wenn man den Kork nicht schnell genug über die Kasse zieht. Just disease. Was, sie will nur eine Krankheit? Ja, ich möchte. Heute will ich nur Disease auf meiner Wajuchu. Nur eine Disease heute, bitte. Muskelbier, das ist im Moment der Renner. Kids wollen Muskelbier. Na klar. Da ist Eiweiß, Testosteron und Meth drin. Das gute Blumen drin, was die Kinder brauchen. Von den blauen Bergen kommt unser Bier. Blue Mountain Eiweiß. Von den blauen Bergen kommt unser Bier. Boah. Dörr. Alter, wer spielt denn da die Orgel? Die Supermarktorgel, hast du gerade gehört? Nee, aber irgendwie nur $11 haben wir nur noch auf dem Konto. Ja, aber das kriegen wir hin. Sieht gut aus. Ich hab gut gefüllt davor. No luck today, was hat er denn nicht? Die neuen Produkte, die wir jetzt bestellen können, oder was? Wir können jetzt neue Produkte bestellen. Wie zum Beispiel eine Nougat-Creme. This? I'm out. Okay, das war ihm zu teuer hier irgendwie. Ich habe ja die neue Nougat-Creme bestellt. So, ich sortiere gerade so ein bisschen, weißt du, dass das dann hier wieder fächerfrei werden. Ja, wir werden wahrscheinlich auch noch eine Obsttheke brauchen, ne? Die neue Nougat-Creme kommt. Da ist sie. Yes, I found it, Alter. Endlich Suppe gefunden. Geil, Mann. Endlich habe ich diese Suppe gefunden. Bei einem anderen Läden, aber die haben diese Produkte nicht. Die werden nur hier in der Wüste ohne Gesetze verkauft. Werden nur in dieser gesetzfreien Zone verkauft. No luck today. Kein Crack. Echt, irgendwann brauchen wir nur noch ein, also noch, ich glaube, noch eine automatische Kasse und wir sind im Moment erstmal komplett Dings, ne? Voll automatisch, meinst ja. du? Ja, schallert gut nein, ne? Rote Paprika. Alter, später gibt's Falk Mineralwasser. Rote Falk. Das gute Falk. Alter. Das gute Falkenwasser. Trink ein Glas von diesem leckeren Falkenwasser. Das gute Falkenbräu. Und du wirst aus dem Himmel herabstürzen. Mächtig. Stürze der edle Falke. Exactly what I was looking for. Exactly what I was looking for. Oh, jetzt läuft der Laden eigentlich schon fast von allein. Das, diese Selbstbedienerkassen sind schon lässig, aber hier unsere Gemüseabteilung wird gerade wieder runtergerissen. Aber wir haben jetzt gleich diese neuen Popo-Tarts und die Folge ist rum. Hier, diese neuen Anal-Tarts sind da. Turds. Die neuen Turds. Stepped on a bee. Poo in the bed. Jo, direkt ordentlich Backung geholt.
Bucky, Bucky. Aber hier war ein bisschen was vorrätig. Achso, der hat mit Karte gezahlt. Ich dachte schon, hä, warum kriegt der nichts wieder? Die alten Boomtards. So Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.